Hallo meine lieben YouTube-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Heart Gold Randomizer. Ja, wir wollten in die Stadt, zum Beispiel in Teak City. Und hier konnten wir eigentlich auch ins Pokémon Center. Ja, hier müssen wir uns alle wieder durchfragen, ja? Da kriegen wir noch was. Was ist denn das überhaupt hier? So ein Mini-Haus einfach, ne? Wo schlafen die oder wo gehen die aufs Klo? Oh, suchst du mit deinem Pokémon-Team nach einem großen Abenteuer? Tja, also einen echten Abenteuer gehört auch immer eine Schatzsuche. Hab ich nicht recht? Ja. Aha, du weißt offensichtlich ganz genau, was Männerherzen höher schlagen lässt. Nein, also zumindest nicht so. Also, so eine schöne Frau mit dicken, fetten Boobs da, das lässt schon Männerherzen höher schlagen, aber... Das, was du da meinst, eigentlich eher weniger. Na gut. So. Du gefällst mir. Hier, nimm das mit. Ein Itemradar. Nice. Über um dich herum gibt's Items, die du nicht mit bloßem Auge sehen kannst. Und mit dem Finger immer auf deinem Itemradar da behältst. Und hörst, dass du da, dass das Signalgeräusch lauter wird, ist das für gewöhnlich ein gutes Zeichen dafür, dass irgendwo in der Nähe ein Item versteckt sein muss. Am ehesten wirst du fündig, wenn du das Itemradar beim Laufen bedienst. Oh, und nebenbei, Gerüchten zufolge sollst du in der Turmruine von Team Sticky einen versteckten Schatz geben. Okay. Wissen die's? Die Geschichte von Teak City. Lesen? Nein, nein, nein. Ich bin da nicht so. Nee. Wer hier stundenlang lesen müsste? Nee, dann. Ah, eine Arena. Da gehe ich mal nachher gleich rein. Oh, du hast aber ein nettes Pokémon-Team. Wenn man ein Pokémon unterwegs ist, strahlt jeden Tag die Sonne, was? Für mich stand die Pokémon. Was? Für mich sind die Pokémon ein wahres Leuchtfeuer der Hoffnung. Apropos Leuchtfeuer. Das Pokémon, das im Leuchtturm von Oliviana City nachts das Meer erhält, soll krank sein. Das scheint dort für einen ziemlichen Aufruhr zu sorgen. Was? Von mir los. Gestern ist heute. Was? Nee, kann nicht hinkommen. Nunu! Mir war, als hätte ich aus der Richtung des Tanztheaters eine Frau schreien gehört. Haben mir meine Ohren vielleicht einen Streich gespielt? Das war... Du erinnerst dich bestimmt an gestern Nacht, wo die Alte so richtig weggeflankt hast. Da hat sie nämlich auch so geschrien. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wo ich das weiß, ich... frag besser gar nicht, aber... Ne, das ist... Hey, hey! Was? Das Tanztheater, ne? Lass endlich dieses langweilige Gezapple und legt mal einen anständigen Hula aufs Parkett. Was? Dürfte ich euch gnädigst darum bitten? Oh Gott. Alter. Was ist das denn hier? Ich will da nicht rauf. Ich gehe lieber. Oder? Solange ich da nicht rauf muss, ist alles okay. Dann frage ich die alle mal aus, ja? Was ist denn? Ach, das ist von Team Rocket. So. Ja, dann muss ich ja. Was soll das werden? Stellst du dich mir etwa einen Weg? Ja. Was? Null. Wahrscheinlich. Aber das ist ja, ist ja ein Drachen-Pokémon. Zwinger, Grimassen. Lauf Grimassen zu schneiden! Mann! So, Feuerodem. Ja. Wow, One-Hit. Nice.
Das war mal ein Rayquaza. Boah, der hat das Rayquaza hier. Das ist, Kreideschrei. Oh Mann, der nochmal was Wantiges. Das ist doch furchtbar. Irgendwie eine schöne Pflanzenattacke. Bin ich wohl doch nur ein Schmalspur-Ganove. Ja. Oh nein, ich habe ganz vergessen, dass wir gleich mit der Durchführung unseres teuflischen Plans beginnen. Wenn herauskommt, dass ich hier faulenz ist und alles aufhält, lasse ich mich glatt wieder ganz unten als Schuhputzer anfangen. Ich muss hier auf der Stelle weg. Tschüss. Liegt noch was? Ihr seid Ronti, nicht wahr? Sind wir im Mittelalter? Ihr seid. Alter, red nicht in der Mehrvollzahl von mir. Das ist nicht... Das muss nicht sein. Ihr seid gutmütig und stark und ihr versteht euch ausgezeichnet im Training von Pokémon. Hör auf, in der Mehrzahl mit mir zu reden. Ich wusste einfach, dass ich mich in euch nicht getäuscht hatte. Aber ich fürchte wieder Selbstgespräche. Hört mir am besten einfach nicht zu. Yes. Ich frage gar nicht. Was ist denn jetzt? Das war wirklich meisterhaft. Beherzter Junge und... Was? Beherzte junge Leute wie dich sieht man nicht alle Tage. Hier, das ist ein kleines Dankeschön. Nur man... Keine falsche Bescheidenheit. Nimm es ruhig an. VM3? Was ist denn das? Server? Ja. Nein. Hab ich... Palkia könnte Server lernen, oder? Sonst habe ich ein Problem. Ich probiere das mal. Obwohl, das ist eine gute Attacke. Das ist eine gute Attacke. Das können die Palkia beibringen. Sonst hätte ich das meiner VM-Schlampe beigebracht. Aber das ist eine gute Attacke einfach. Ja. Geht das? Ja, geht. Ja. Was sind wir denn weg? Schlitzer, Aquawelle, Juwelenkraft. Wir kommen auf den Weg. Ja. Schon kann mich Palkia übers Wasser tragen. Wie nice. Das Surfer ist auch eine gute Attacke auf jeden Fall. Speichern könnte ich auch noch mal. Oh, das Speichern schon wieder so ewig gedauert. Das ist einfach... Oh. Ja. Schon... Haus, das haben wir schon, da waren wir schon drin. Was haben wir noch an Geld noch? Vielleicht können wir uns noch was kaufen. 8000. Ich habe ein paar Pokebälle verschwendet. 28, 29, 30. Nehmen wir 3 mit. Nein! So. Wir haben wieder 30 Pokebälle haben. Pokebälle haben wir 10. 15. Ja, 15 gehen. Kann ich noch irgendwas verkaufen? Mal gucken. Vielleicht habe ich ja noch irgendwas. Die Bälle habe ich genug. Nee. Wundersaatschutz, Sandgruppe, bla bla bla. Sternstück. Was macht denn das, wenn das so teuer ist? Teil eines hübschen Edelsteins, der mit der Farbe schimmert. Er zählt einen hohen Preis, den man ihn verkauft. Ach so, auch schön. Nice.
Dann haben wir ja wieder ein bisschen was an Geld. Albeeren brauche ich eh nicht. Also, das ist ja... Okay. Okay. Dann gucken wir mal. Ich glaube, Server kann ich noch nicht einsetzen. Da muss ich wahrscheinlich die Arena noch machen. War ich überall schon drin? Eigentlich schon. War oben noch irgendwas? Kommt man in das Haus hier rein? Nee. Komisch, das sind Häuser, wo überhaupt keine Türen drin sind. Das ist total logisch. Es gab wohl mal zwei Türme in Teak City, im Osten und im Westen. Ja. Na, da kommt man noch durch. Immer noch nicht durch. Ein Turm, sollen wir da etwa noch rein vorher? Was ist das überhaupt? Kontrollposten von dem Glockenturm. Kein Zutritt für Unbefugte. Kein Zutritt für Unbefugte! Wir kennen das ja aus dem Einkaufszentrum. Da konnten wir auch einfach so easygoing rein. Ah, der hält uns auf hier, ne? Oh, das fliegende Pokémon aus der Legende errichtet. Schon viele Menschen haben versucht, diesen Turm zu erklimmen, um Ho-Oh wieder reinzurufen, weil keiner von ihnen war so erfolgreich. Die nächste Arena bei der Stadt ist einer dieser unglücklichen Seelen. Offenbar bist du noch nicht im Besitz des Ordens. Wenn macht es auch keinen Sinn, dass du einen Turm versuchst. Tut mir wirklich leid, aber ich muss dich bitten, wieder umzukehren. Was will er jetzt hier? Soll er unmöglich auf der Spitze des Turms absteigen, während das silbernen Strahlenpunkt hier mehr. Boah. Diese Hustereien immer, ne? Schwer vorzustellen, was? Ja. Ja, Ho-Oh fangen wir auch. Wenn es überhaupt ein Ho-Oh ist. Ja, weiß ich es ja nicht. Nur jemanden, der im Besitz des Bundschwinge ist, wird es erlaubt, den Glockenturm zu besteigen. Aber wenn wir noch gegen Gefahr Pokémon nicht rausholen, reicht natürlich nicht. Einfach die Moa-Reihenbrüte ist etwas anderes. Angeblich wissen die Kiyomo-Girls aus der Stadt, was genau ist. Was? Aha. Okay. Ja, dann versuchen wir es mal die Arena vorzuknöpfen, auf jeden Fall. Wenn das überhaupt schon geht. Man weiß es nicht. Ja, scheinbar noch nicht. Willst du zu Jens in der Arena weiter? Tut mir leid, er treibt sich gerade irgendwo in eine Turmruine rum. Ich muss ihn leider wegschicken. Turmruine. Wo ist denn die? Wo ist die denn? Ist die hier irgendwo? Dunkelklaue. Ah, nett. Da wartet mich hier. Kesselberg. Im Inneren des Bergs findet sich eine Höhle zu einem großen Wasserfall. Bett. Oh, es tut mir jetzt wirklich leid. Jetzt habe ich doch gleich einen. Bis auch nicht vernetzen, was wir gut machen. Vor allem 4. Bett. Stärke. Aha. Stärke? Brauche ich die da drin oder was? Ja, dann muss ich ja wirklich mal das VM-Sklaven mitnehmen. Da versuche mich mal. Ich weiß auch gar nicht, ob da rein muss. Weil es war ja von Ruinen die Rede und nicht von der Höhle. Da komme ich ja eh nicht hin. Sind das hier die Turmruinen? Ja, das sind die Turmruinen. Der Kollege noch was. Bevor der Turm hier einstand, den Flammen zum Opfer fiel, soll er noch um einiges höher gewesen sein. So. Ja, ich mal rein. Eine Turmruine. Was sind das da unten, ne? Raikou und Entei, ne? Oder was so cool? Keine Ahnung.
Nice wäre das auf jeden Fall. Ein Letar-King. Ja, Nocturne? Nein. Ich wollte Nocturne auswählen und nicht zurück. Jo. Aber ist ja normal. Hör auf mich zu kratzen. Mir juckt nichts. So. Na, ja, das ist mal hartnäckig, der Junge. Stirb! Und. Ja. So. Mit. Mein Name ist Eusin. Ich reise durch die Weltgeschichte, um ein Pokémon namens Suicune zu finden. Und du bist Ronti in Ordnung. Angenehm. Bin hierher gekommen, weil man mir sagte, Suicune halte sich hier auf. Wirf mal einen Blick ins Untergeschoss, durch das Loch im Boden dort drüben. Deine Augen trügen dich nicht. Das sind Suicune und die legendären Pokémon. Du kannst gerne versuchen, ins herunterzugehen, aber sie werden auf der Stelle Reis ausnehmen. Glaub mir, spreche ich aus Erfahrung. Ja. Ja, Alter, das ist. Achso. Ich werde es denn so machen, falls ich es nicht fange, werde ich das Spiel resetten. Natürlich mein Turboball, weil da geht es am besten, ist die Chance größer. Da ist die Chance einfach größer. Oh, setz das gerne nochmal ein. Also, ja. Ist ja eh effektiv. Der will wohl sterben, der Junge. Aber was ich. Bevor ich Suicune entgegentrete, werde ich speichern. Ich bin Jens, meines Zeichens Leiter der Arena von Teak City. Mein alter Kumpel Eusin ist gerade hier, weil er auf der Suche nach Suicune ist. Und da es sich ihm anbietet, kämme ich nur mit ihm diesen Turm. In Teak City gibt es schon seit Urzeiten eine Sage, die sich um die legendären Pokémon Suicune, Entei und Raikou rankt. Als Arena-Leiter von Teak City muss ich, was solche Sachen angeht, natürlich immer auf dem neuesten Stand bleiben. Oh ja, was will er denn? Mein Rival oder was? Ja. Was denn du schon wieder? Du planst sicher, dir das legendäre Pokémon zu schnappen, das hier auftauchen soll, um dich damit ins Rampenlicht zu rücken. Aber das kannst du dir abschminken. Hör mir gut zu, die legendären Pokémon gehören ganz allein mir. Denn ich habe mir geschworen, der stärkste Trainer der Welt zu werden. Schlag dich nur nach Herzenslust mit den Schergen von Team Rocket rum. Das passt mir viel besser zu dir. Was? Das würde ja zu dir passen, Junge. Parasect. Ein Pilz. Ja. Nimmt sich Blow. Ein Bros am besten. Bitte kein Na gut, Giftbruder geht noch. Paralyse. Wär schlimmer. Flammenrad. Bad. Hui. Reptile. 250 HP. Ich weiß nicht, ob ich Suicune oder Dings nehmen soll. Entweder Suicune oder Palkia. Ja, beides macht er gut. Das Suicune ist ja eigentlich auch mein Lieblings-Pokémon teilweise. Also mein Lieblings-Legi quasi. Kleinstein. Ja.
aber. Rems. Oh. Als wenn der auch ein Palkia hat, Alter. Der hat auch ein Palkia. Das wäre witzig. Habe ich Swaptint oder Britze? Müssen beide noch ein bisschen trainieren. Ich nehme mal Britze einfach. Ist besser. Der Palkia ist halt ein Legi, da muss man aufpassen. Dann nehme ich lieber Britze. Na, Kollege, dich habe ich auch. Junge, hat der drauf, Alter, wie krank der ist. Was? Ja, ist weg. Warum? Kampf der Giganten hier. Ich denke mal, das ist auch Drache. Drache Wasser, glaube ich. Juwelenkraft. Wenn er schlau wäre, würde er auch Feuer-Odem einsetzen. Aber naja. Tschüss. Was hat er noch? Ja, 24. Nassschweif. Wasserattacken sind sowieso gut. Was hat er? Was hat das hier? 60 und 100. Nassschweif hat 90 und 90. Ich schwitze da mal weg. Hat er gute Wasserattacken? Auch wenn es eine 90%ige Wahrscheinlichkeit hat. Ledian. Ja. Ja, wo ist er giftet? Ah. Wir brauchen nur maximal zwei Angriff. Mal zweimal angreifen. Wo überlegt das schon? Da wird das ein Schwächling, bis das nichts unversucht. Ist das dein Ernst? Nice. Tja. Genau deshalb kämpfe ich nicht gerne gegen Schwächlinge. Du bist doch selber ein Schwächling, Junge. Du hast doch selber verloren. Check mal deine Reality, Junge. Ach egal. Du schaffst es sowieso nie, dir ein legendäres Pokémon zu schnappen. Ich hab zwar ein Palkian-Team, aber lassen wir es, ne? Das ist, Alter. Oh nein! Immer diese. Immer diese beschissenen. Geh sterben, Mädel. Ruf mich dauernd an. Ich bin keine Auskunft. Ein Wort. Ich flüchte, weil. Na gut, ich muss jetzt ins Pokémon Center. Das ist. Ja. Ja. Aber ist das Pokémon Center nicht weit weg? Das ist eigentlich auch voll sadistisch, ne? Weil, Alter. Indessen man sich bewegt, killt man seine Pokémon, Alter. Das ist. Das ist voll krank einfach. Was für die denn? Was? Komisch, jetzt habe ich keine Dinger verloren. Ich heiße Bill und wer bist du? Oranti lautet also der Name. Hör mal, ich bin der Erfinder des Pokémon-Übertragungssystems. Nein, doch. Aber ganz allein mein Verdienst ist es natürlich auch nicht. Du kennst doch die Höhenregion, oder? Dort wohnt jemand namens Lanette.
Sie hat das Lagerungssystem und einiges benutzerfreundlicher gemacht, als es in meiner ursprünglichen Entwürfen war. Wenn wir auch weiter unser Bestes geben und alle gleichgesinnten Trainer aus dem ganzen Land zusammenarbeiten können, wird das System zum Tauschen und Lagern von Pokémon sicher auch in Zukunft noch sehr viel verbessern. Ich glaube, ich sollte langsam mal wieder zurück nach Dukatia City. Ich will mich mal wieder zu Hause blicken lassen. Also dann, mach's gut. Was hat das jetzt gebracht? Lelelelelel. So. Gut. Okay, dann gehen wir zurück. Wenn wir speichern. Dann werden wir mein Glück versuchen. Ob wir es fangen oder nicht, werden wir sehen. Aber ich werde speichern müssen. Das wird schon interessant. Ich werde mal speichern schon mal. Weil ich weiß nicht, wann wir auf diese Pokémon treffen, die da unten. Wenn wir nur auf andere Pokémon treffen, wie Raikou oder Entei, dann lasse ich das, oder? Ja, ich weiß nicht. Also ein Entei wäre schon ein Ersatz für Britzel ganz gut. Mal schauen. Ich gehe mal hoch, oder? Ja, die hauen ab. Schade. Hast du das gesehen? Suikun ist wie ein geölter Blitz direkt an dir vorbeigerannt. Beinahe 10 Jahre verfolge ich Suikun schon, aber in solcher Nähe habe ich dieses Pokémon noch nie gesehen. Ich bin überwältigt. Suikun war eindeutig darüber im Klaren, wer du bist. Das Pokémon aus der Legende von Teak City nähert sich angeblich nur denjenigen, dessen Stärke auch anerkennt. Ich sollte in Zukunft auch versuchen, etwas energischer auf Suikun zuzugehen, genau wie du. Also gut, Rondi, man sieht sich. Ja. Also kann ich Suikun jetzt nicht fangen? Ja, ich brauche Stärke, ne? Wenn ich Stärke brauche, gehe ich mal meine VM-Schlampe holen. Hab gedacht, ich kann das schon fahren. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals so weit gespielt habe. Weil das habe ich mir so beiläufig gespielt mal. Ja, dann muss ich mal das Pokémon Center, meine VM-Schlampe holen. Ist nur die Frage, wen lege ich dafür ab? Das ist die Frage, wen lege ich dafür ab? Ich bräuchte die alle ganz gut, aber Reptile kann ich ablegen, theoretisch. Normalerweise könnte man auch Psycho ablegen, aber da ich mit der VM-Schlampe nicht kämpfe, ne, erledigt sich das ja von selber. So. Nee, warte mal. Ich werde mal. Und Britzel muss noch trainieren. Okay, dann gehen wir in den Turm. Achso, muss er erstmal meiner VM-Schlampe alles beibringen.
Stärken. So. Wenn ich Stärke überhaupt nutzen kann, ich weiß es nicht. Ein Mund hier, Mama. Hier sind aber viele. Hier sind viele Normal-Pokémon. Da wäre Dings ganz gut. Da wäre Nocturne ganz gut. Na, wenn Britzel jetzt 24 hat, also von der Linie her, dann Mediti. Ein Mediti, Mama. Ja. Nice. So. Oh. Ein bisschen kämpfen werde ich ja auch. Bisschen leveln ist immer gut. Ich werde hier auch Pokémon jetzt tauschen. Ich werde hier Dings jetzt eintauschen. Tausch gegen Nocturne. Nocturne ist noch ganz gut. Die meisten Pokémon, die ich hier habe, die sind schon nett. Kommt man da vorbei? Ja. Ja, ich muss von hinten rum, damit ich die bewegen kann. Ein Statu. Ah, sehr Flug-Pokémon, ne? Tschüss. So geht das auch. Spare ich mir Arbeit. Shit. Jetzt komme ich da nicht mehr durch. Ach, Mann. Piondragi. Ich glaube, das ist ein Drachen-Pokémon, ne? Dann wäre Palk ja gut. Weil Draghi, ne, das ja, würde mir für mich logisch klingen. Im Namen. Autsch. Aber verfehlt nicht seine Wirkung. So. Muss ich mal. Ja. Wie so ein kleines Rätsel. So rätselmäßig. So, jetzt komme ich nämlich durch. Jetzt kann ich das auch von hinten hier machen. Wenn ich nicht ein Pokémon kriegen würde. Aber weiter wird es hier, glaube ich, im nächsten Part gehen, weil, ja, wird wieder Zeit. Ich überziehe immer maßlos. Das ist nicht schön. Ach, ja. Und. Yay, 25. Alter, Level 25 schon. So, hier sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Hardcore Randomized. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich mega freuen.
Wenn ihr nichts mehr passen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Und was wir sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Rontex. Ciao.